Dann war ich noch in München. Und jetzt freue ich mich auf ein paar lockere Strandtage. Du hast ja hier jetzt eine Menge zu tun. Wie machst du das mit deinem Job im Hotel? Ich habe meine Schichten reduziert, solange Julia nicht hier ist. Ist aber trotzdem eine Höllenarbeit mit dem Sonnenbrand in dem Laden hier. Ach Mensch, ich brauche noch eine Flasche Sonnenmilch. Ich habe so lange in der Schulung gesessen. Ich muss mich erst wieder an Sonne, Strand und Pfannen gewöhnen. Boah, das geht schnell. Ja. Hey, nicht da, ganz kalt. Was willst du für einen Schutzfaktor? 8. Bitte sehr. Mach 1200. Wechselgeld kommt sofort. Emma, es ist ja wirklich toll, dass du hier nicht unnötig in der Gegend rumstehen willst. Aber ich komme auch ganz gut ohne dich klar, okay? Klar. Was meinst du, gehen wir was trinken? Wir stören ihn ja nur bei der Arbeit. Okay, lass uns abhauen. Du wolltest mich sprechen? Ja, setz dich doch. Ich wollte mit dir über Christine reden. Gestern mit der Journalistin, das wäre ja beinahe in die Hose gegangen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du eingegriffen hast, bevor sie noch mehr missbrauchen konnte. Sie war total geschockt von den Ereignissen. Und als sie dann die Hintergründe erfahren hat, du musst sie verstehen. Muss ich? Ja, musst du. Wolf, was deine krummen Sachen von damals alles ausgelöst haben. Das Leben Carinas stand auf dem Spiel. Das verzeiht dir Christine nicht so schnell. Es ging auch um das Leben meiner Tochter und meiner Frau. Trotzdem. Deine Geschäftspraktiken waren und sind alles andere als sauber. Was du mit Hauser gemacht hast, die Finca-Geschichte. Was erwartest du? Dass wir dir vollständig vertrauen? Volker, glaub mir, diesmal war es anders. Es ging mir nicht darum, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich wollte nur, dass niemand verletzt wird. Deshalb habe ich die Polizei außen vor gelassen. Mir ist in der letzten Zeit vieles klar geworden. Wie wichtig mir meine Familie ist. Und ihr gehört genauso dazu. Ich glaub dir. Aber das Vertrauen in deine Geschäfte, das ist und bleibt ein kritischer Punkt. Und ich weiß nicht, ob ich da Christine beruhigen kann. Pass auf. Von mir aus bekommst du ab sofort uneingeschränkte Einsicht in meine Geschäftsunterlagen. Wäre das eine vertrauensbildende Maßnahme? Wenn du damit keine Probleme hast. Warum sollte ich? Ich will mich sowieso mehr um Kim und Stephanie kümmern. Es wäre mir eine große Hilfe, wenn du die Verantwortung über das Sonnenbrand übernehmen würdest. Siehst du mal so. Auch ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Und wer wäre dafür besser geeignet als mein eigener Bruder? Hast du dir das gut überlegt? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du dich aus dem Hotel zurückziehst. Kim erwartet ein Baby. Auf mich kommen ganz andere Aufgaben zu, viel wichtiger. Ja, dann. Glückwunsch, das klingt nach einer klugen Entscheidung. Wenn du mir wirklich die Leitung des Hotels... Wem denn sonst? Wo wirst du jetzt wohnen? Bei Julia? Mit Tim? Hola, chicas. Hola. Um Himmels Willen, nein. Ich gehe ins Hotel und lass mich verwöhnen. Ein bisschen Luxus kann ich gut gebrauchen. Jetzt, wo Julia nicht da ist, mit Tim in einer Wohnung. Hast du sie eigentlich gesehen in Deutschland? Und könntest du mir bitte ihre Telefonnummer geben oder Adresse? Ich möchte mich bei ihr melden. Tut mir leid, aber da kann ich dir nicht helfen. Ich habe Julia nur kurz gesehen, bevor ich abgeflogen bin. Aber du musst doch wissen, wo sie zu erreichen ist, ne? Na, eben nicht. Hallo. Hallo. Und? Was wollte dein großer, kleiner Bruder diesmal? Dass du deinen Sohn verrätst und deine Frau verkaufst? Ach, jetzt komm mal runter. Du tust gerade so, als wäre Rolf so eine Art Jack the Ripper. Du täuscht dich in ihm. Und zwar gewaltig. Tu ich das? Rolf hat sich geändert. Will sich sogar völlig aus dem Hotel zurückziehen und sich nur noch um seine Familie kümmern. Ah.
Rolf sitzt also zu Hause, beobachtet Rosa beim Staubwischen und begleitet Kim zur Schwangerschaftsgymnastik. Wahrscheinlich hilft er ja auch noch beim Falten der Bügelwäsche. Jedenfalls hat er mir die alleinige Leitung des Hotels übertragen. Mit voller Einsicht in alle Geschäftsunterlagen. Hat er das? Hat er. Ich sag dir mal was. Rolf gibt dir was zum Spielen, damit er in Ruhe seinen krummen Geschäften nachgehen kann. Und du fällst darauf rein. Prima. Also jetzt reicht's mir. Du bist ja hysterisch. Komm erst mal wieder auf den Teppich. Ich hab mehr zu tun, als mich von hier zum kompletten Idioten stempeln zu lassen. Volker und Christine werden nicht so glücklich sein. Wenn sie das mit uns mitbekommen. Ach, sie machen keinen Stress, echt nicht. Meine Eltern sind nicht so spießig. Außerdem haben sie dich echt gern. Bei meiner Mutter hatte ich sogar das Gefühl, zu gern. Echt nicht so ein Quatsch. Trotzdem, sind ja nicht nur deine Eltern, weißt du? Auf dieser Insel gibt es so viele Moralapostel. Und die werden sauer werden. Das wird unangenehm werden, zumindest für mich. Du meinst wegen des Altersunterschieds? Hey, das spielt überhaupt keine Rolle. Doch, eine juristische Rolle. Du bist minderjährig. Ich kann unheimlich viel Ärger anhalten. Das will ich nicht. Weißt du, wir müssen einfach vorsichtig sein. Ist besser, wenn es keiner mitkriegt. Heißt es, wir können uns nicht mehr sehen? Nein. Das heißt, dass wir unser kleines Geheimnis durchhalten. Außerdem finde ich es viel romantischer. Wenn nur wir es wissen. Hauptsache, wir sehen uns. Kann ich dich mal kurz sprechen? Klar. Was ist los? Es geht um Philippe. Er stellt schon wieder massenweise Fragen. Ja, ich weiß. Ich wollte auch schon ausquetschen. Ich will unbedingt wissen, wo er Julia erreichen kann. Ich hab's ihm nicht gesagt. Du wirst es hoffentlich genauso halten. Von mir erfährt er gar nichts. Wenn der Spitz kriegt, dass Julia im Krankenhaus ist, dann bekommt er den Rest bestimmt auch ganz schnell raus. Tja. Außer uns beiden weiß da keiner Bescheid. Und wenn wir dicht halten, dann wird es auch so bleiben. Hm? Den habe ich gerade unterm Kühlschrank gefunden. Den hatte sie verzweifelt gesucht. Oh Mann, Mann. Wenn den jemand anders gefunden hätte, dann wäre alles klar gewesen. Jupp. Und Julia hätte hier als Frau einpacken können. Naja, ist er noch mal gut gegangen. Ich kann nur hoffen, dass du ihr Geheimnis für dich behältst. Herrgott, wie oft soll ich es denn noch sagen? Auf mich ist Verlass.